Take one. Julian, herzlich willkommen bei Lochhof TV. Die erste Frage für alle Kollegen der Schreibenden, weniger der Schreibenden, der sprechenden Zunft. Sag uns noch einmal und zum letzten Mal, wie dein Name wirklich richtig ausgesprochen wird. Julien Latendresse Lévesque. Sehr schön. Haben wir das abgehandelt. Jetzt die wichtigste Frage, wenn wir den Torwart des 1. FC Lok Leipzig vor der Kamera haben, was alle Fans interessiert. Wird das Kind ein Junge oder ein Mädchen? Ich habe noch keine Ahnung. Wir warten noch. Wir haben, ich glaube, nächste Woche einen Termin. Und ja, mal sehen. Ich weiß nicht. Aber unabhängig davon, erstmal herzlichen Glückwunsch von den Fans, von uns. Das ist natürlich schön. Wir freuen uns riesig. Und jetzt bist du ja Torwart. Die Stürmer, wenn die ein Tor schießen und die Freundin schwanger ist, dann machen die ja immer irgendeine Jubelszene oder haben ein T-Shirt mit irgendwas drunter. Du könntest ja höchstens jubeln, wenn du ein Tor reinkriegst, aber das wäre auch nicht so lustig. Hast du dir da was überlegt für den Sonntag? Nee, noch nicht. Ich habe nichts gedacht. Ich konzentriere mich einfach nur auf meine Frau, ob alles gut für sie und so und auf Fußball einfach. Wir müssen einfach gewinnen. Die nächste Spiel. Ja. Wie ist so die Stimmung in der Mannschaft? Ja, sehr gut. Wir haben 2-2 gespielt gestern gegen Halle. Es war ein gutes Spiel für uns und ja, wir sind bereit. Es war auch eine lange Winterpause, viel Hallenturniere, viel Vorbereitungsspiele und jetzt geht's richtig los. Deine Frau konzentriert sich natürlich in erster Linie jetzt mal auf sich und aufs Baby. Wird sie am Sonntag trotzdem zuschauen? Nee, sie muss noch arbeiten bis Juni und nee, sie wird nicht hier sein. Ja, nee. Dann einigen wir uns darauf, den ersten Ball, den du hältst, den widmest du dann dem Kind und deiner Frau, dass wir das geklärt haben. Ihr habt heute Training, ihr trainiert draußen auf dem... Ja, auf Platz 3, glaube ich, oder Platz 5. Ja, aber es ist schon gut jetzt seit 2 Tagen, wir machen wieder Training auf Platz, auf Rasen, das ist schon gut und... Ja, dieser Winter war scheiße, weil wir haben immer auf Kurzrasen gespielt oder Training gemacht. Für Torhüter ist es immer blöd, weil ja, viele Verletzungen und ja, Platz ist immer hart für uns und so. Aber ja, wir sind bereit für Sonntag und ja, aufgeregt. Kannst du nochmal, der Winter war scheiße, auf Französisch sagen und vielleicht noch ein paar Grüße zu dir nach Hause auf Französisch? Ja, l'hiver était terrible ici. Et ouais, je voudrais seulement saluer mes parents, puis la famille, puis on se voit très bientôt, puis on va être plus que 3 personnes. Ok, viel Spaß beim Training und vor allen Dingen viel Erfolg am Sonntag. Super, danke. Vielen Dank. Lockruf Radio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.